Ich kann den nicht sehen. Hat er das gesehen? Nee, oder? Da muss ich halt, also bei so einer Entfernung muss ich halt sehen, was ich von ihm sehe. Also ob ich ihn komplett sehe, also seinen ganzen Körper oder halt nur eine kleine Stelle. Das war knapp. Da ist noch einer, macht 10. Jetzt machst du nur noch 10. Hey. Schade, dass der gerade dahin geht. Die Gräser sind hier voll lang. So voll krass. Aber naja, hier gibt es ja keinen Rasen mehr. Ich bin so lustig. Entschuldigung. Das sind 10 Ziele. Roger, ich gehe in Position. Tango getroffen. Sehr schön. Das wird jetzt interessant. Ich will natürlich wieder versuchen, das zu schaffen, ohne dass die... Ohne dass die mich bemerken, ist ja klar. Den kann ich auf jeden Fall jetzt mal ausschalten. Wo ist der Hubschrauber? Weiß ich nicht. Ist schon wieder weg. Verstanden, unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Ich habe das Ziel. Eröffne das Feuer. Wir haben sie aufgescheucht. Ja, Schlag Alarm, du bist alleine. Sauber, alle in Ordnung. Schade. Aber okay, war in Ordnung. Ja, zum Glück haben die ja erst jetzt das gecheckt. So, dann warten wir mal. Weitere
300 Kilometer südlich von Station Santa Rem auf Grund gelaufen. Station Termane ist kommen. Sind auf Grund gelaufen. Wiederhole. Sind auf Grund gelaufen. Haben ein Kajapodorf 10 Meilen südlich von uns passiert. Wir verlassen das Schiff und versuchen uns wieder zu melden, wenn wir dort angekommen sind. Wir gehen zurück? Durch den scheiß Dschungel? In den Dschungel sind Jaguare, Gui. Ich leg mich nicht mit scheiß Jaguare da. Hier bleiben wir jedenfalls nicht. Warte eins an Station Germanes. Wir verlassen das Schiff. Ich wiederhole, wir verlassen das Schiff. Der Captain voll von dem Super-U-Boot funkt SOS, als das Boot auf Grund läuft. Dann hoffe ich mal, dass das U-Boot ja nicht unter Wasser war. Weil dann können die dann kann man eine U-Boote nämlich nicht verlassen, leider. So. Oh nein. Oh ja. Ich habe gerade keine Handgranaten mehr. Granate fliegt. Alle U-Boote zerstört. Ziel erfüllt. Jetzt kann Cerebro das Koks nur noch per Ruderboot nach Florida schaffen. Super, cool. So, und dann links von mir ist noch einmal eine Kingslayer-Datei und dann machen wir das hier. So, irgendwo hier. Nee, wahrscheinlich irgendwo hier. Oder? Ja, hinter mir. Irgendwo da drüben. Aber wieso? Hä? Nee. Ah, da. Oh Gott. Natürlich da. Das habe ich doch vorhin schon gesehen. Gut, so. Da habe ich mich auf der Karte gerade nicht so zurechtgefunden. So. Sprechen Sie mit der Frau. Genau, das war doch die, die irgendwas beobachtet hat. Muss ich noch mal kurz nachlesen. Achso, das ist nur Musik. So. So, wehe das Lied, wehe wegen dem Lied, wird mein, also das Let's Play wieder geblockt oder also, ja, für mich ist es ja nicht so schlimm, weil ich auch nicht monetarisieren kann und so weiter, aber später kann ich das auch nicht mehr, ne? Und ich meine, das Lied hört man ja gar nicht. Suchen wir hier nach Informationen? Nein, wir müssen einfach nur weg hier. So. Gut. Wollte nur sicher gehen, dass hier jetzt nicht wieder irgendwelche Cowboys hochgeploppt sind. Da bin ich ja schon mal mächtig hier drauf reingefallen. So. Gut.
Warte, ich werde mal kurz schauen, was die noch mal. Die Ghosts haben erfahren, dass eine Frau etwas Ungewöhnliches im Dschungel von Blabla gesehen hat. Redet mit ihr. Genau. Ah, das könnte sein, dass die Leute dann wirklich durch den Dschungel gegangen sind. Und dann. Ja, irgendwie gestorben sind und sie hat das gesehen. Irgendwie so. Könnte sein. Und wieso sollen wir hier? Oh nein! Was ist los? Oh Gott, die hat. Geht es Ihnen gut? Ich weiß es nicht. Es hat sie getötet. Es hat alle getötet. Es? Sie meinen er? Nein. Es. La Jungla. Der Dschungel in Caimanes. Er wurde lebendig, griff sich und zog sie ins Inferno. Und wie sind Sie entkommen? Bin ich nicht. Es hat mich verschont. El Monstruo hat gespürt, dass ich harmlos bin. Hm. Das ist ja interessant. Aber wieso bleibt die dann hier und geht nicht in eine fette Stadt? Also, ja. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, dann wollen wir mal schauen. Untersuchen Sie die drei Bereiche. Spielen wir jetzt ein bisschen Witcher, oder? Bin ich mal gespannt. Es. Also wahrscheinlich ein Tier. Alter, das nenne ich mal Bambus, ne? Krass. Weil die werden ja wirklich so groß, ne? Deswegen nennt man das auch so Bambuswald. Das hat mich voll irritiert, ehrlich gesagt. Also ich das gelernt habe, in Anführungsstrichen. Das wirklich so. Bambus oder Bambi? Oh Gott. Oh Gott. Die sind gehäutet, oder? Ah. Die Innereien sind draußen. Okay. Ja, wieso ist hier Blut? Wie kann ich das prüfen? Ah, jetzt hier. Da, warte. Ja, hier. Nein? Da? Hier? Hier. Was ist mit denen passiert? Ich habe ja schon wirklich üblen Kartellscheiß gesehen, aber das... Sicher mit dem Kartell? Na, wer sonst? Also ich bin mir nicht so sicher mit dem Kartell. Sieht eher aus wie so eine religiöse Sekte vielleicht. Aber sie hat von einem S geredet. Vielleicht in Verkleidung? Ja, sieht ja aus wie eine Sekte. Oder uralt. Oh Gott. Seht ihr, Jungs, das? Das war keine Machete. Zu klinisch. Zu sauber. Zu sauber und klinisch. Ah. So, okay. Also dann, also ein Tier ist es 100% nicht. Oh, Fische. Weh, das sind Piranhas. Ich mag keine Piranhas.
Interessant. Was ist das dann? Oh Mann, wir nehmen gerade 40 Minuten auf. Ich werde es dann einfach teilen. Da vorne ist ein Dorf. Aber das ist nicht mehr ein Einzugsbereich. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug. Das ist ein UFO. Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Das ist... Ist das echt? Inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. Ist das von Alien vs. Predator? Okay, haben die das jetzt wirklich reingebracht? Sollen wir jetzt den Predator jagen? Das wäre natürlich geil. Untersuchen Sie das weiter. Der Dschungel bewegt sich. Aber ich finde es komisch, dass wir jetzt dahin gehen müssen. Was ist das? Ich sehe irgendwas. Wie ist die Konsistenz? Soll ich das etwa anfassen? Sieht fast aus wie Blut. Egal, womit wir es zu tun haben, jetzt wissen wir, es kann bluten. Und wie es blutet. Wir können es töten. Okay, es blutet ja heftig. Also die Geräusche sind schon sehr nach, also erinnern mich sehr an Predator. Was für eine, wer ist das? Warte, im Film kam doch sowas vor, ne? Da wurden doch so Ex-Sträflinge auf den Heimatplaneten von den Predatoren gebracht. Die sahen so ähnlich aus. Oh Gott, was passiert hier gerade? Voll cool. Es ist halt wirklich ein Predator. Haltet die Waffen unten, wir wollen die Leute für uns gewinnen. Gut. Habt ihr nachgeladen, Jungs? Ach, der lebt noch. Naja, okay. Dann lassen wir eh mal weiterleben. Gut, okay. Ich hoffe mal, es ist nur ein Predator. Und ich hoffe, es ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Weil die Predators sind ja an sich ziemlich krasse Viecher.
hier jetzt wirklich Alien vs. Predator reinbringen. Ist das krass. Tja, aber wir haben halt auch so eine Sicht wie er, ne? Die Frage ist, ob er... Ja. Töte es! Aber wo ist es hin? Greife Tangos an. Tangos, das ist kein Tango. Also ja, es ist ein Ziel. Fantastisch. Ist da vorne? Nee. Was? Shit, Verluste. Schon da. Gottverdammt. Shit, Verluste. Oh, 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 nein. Ah, ich wollte gerade ausweichen. Halt durch, ich komme zu dir. Ich hab dich. Halt einfach durch. Bin auf dem Weg. Scheiße. Ah, Scheiße, okay, ich darf den nicht heilen. Vielen Dank. Ich wollte gerade, ja, mich umdrehen. Verdammt. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, nächstes Mal machen wir weiter. Und versuchen, den zu töten. Ja, wow. Gut. Das ist mal was anderes. Bye, bye.